So, jetzt aber. Fuck. So. Okay. Ich bin bereit. Bist du bereit? Wir sind bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. I was born ready, motherfucker. Herzlich willkommen zu einem Random Talk mal wieder seit Ewigkeiten ja, hier auf unserem Kanal. Und ich wollte jetzt relativ schnell anfangen, weil ich habe gerade. Heute ist für mich so ein Tag, wo ich einfach fast nichts zu tun habe. Ja? Und deswegen habe ich heute bereits mehrere Dinge getan, die man jetzt natürlich auch in diesem Random Talk verpacken muss. Und das letzte, mir ist nochmal aufgefallen, wie geil Deadpool ist. Ich habe ja den Film gesehen und das ist, finde ich, mit eigentlich der beste Marvel-Film, den ich je gesehen habe, so. Oder okay. Einer der besten, mit dem ich einfach am meisten Spaß hatte, weil Marvel-Filme sind ja eh relativ kurzweilig, so. Die sind, ja, sollen ja nicht irgendwie dich tief im Inneren berühren oder Diskussionen starten, die, ne, so. Sondern es sind halt einfach so, oh, geil, Action und ein bisschen Epicness und, ja, vielleicht noch ein Universum, was halt cool ist. Kommt immer noch jetzt drauf an, was man da so mag. Aber Deadpool fand ich einfach echt stark, weil, keine Ahnung, die Gags waren geil, die waren echt geil, die waren, es ist, ah, herrlich. Und seitdem finde ich Ryan Reynolds ja auch wieder cool, der, oder was heißt wieder, finde ich ihn cool. Ich fand ihn vorher noch nie cool. Es gibt eigentlich. Das ist der Typ, der Deadpool spielt und der hat, vorher hat er so Scheißfilme ganz viele gemacht und unter anderem halt Green Lantern. Und Green Lantern war ja wirklich, also, das war ja wirklich furchtbar scheiße. Und, aber ja, gut, auch nicht gesehen. Er macht ja auch Witze darüber in Deadpool und so, so, keine Ahnung. Und dann wird er so, ja, du bist ein Superheld und so, und dann so, don't make my suit green or animated. Und es ist sehr lustig. Mann. Und es gibt halt auch so ganz viele viral Clips von Deadpool auf YouTube, die halt einfach so zur Promo quasi hochgeladen wurden, wo er einfach so als Deadpool, weil die durchbrechen auch oft die vierte Wand, das heißt, Deadpool weiß im Film, dass er in einem Film ist. Ah, okay. Da gibt's auch so einen dummen Gag. Er steht so da, dann so, und da kommt im Force Wall Break, ja, also er durchbricht die vierte Wand, redet mit den Zuschauern, und dann kommt da ein Flashback, und dann redet er da auch wieder mit den Zuschauern, dann so, wait, I make a wall break in a wall break. Fourth wall break counts Force Wall Break. That makes 16 walls! Es ist so, es ist so hilarious. Also ich kann den Film wirklich nur sehr empfehlen, wenn man einfach mal Bock hat, so, ja. Also die Story. Okay, muss ich mir merken, aber ich wollte ich mir ursprünglich auch ansehen, weil der Trailer ganz lustig aussah, aber bin dann doch irgendwie nicht dazugekommen und gut, man muss natürlich im Auge haben, es ist halt ein kleinerer Film, das heißt, das CGI, das drin ist, es ist nicht furchtbar scheiße, nein, aber es ist halt nicht so gut wie bei den anderen Marvel-Filmen zum Beispiel. Wie ein kleinerer Film. Ich dachte, es ist fucking Marvel, sonst was. Ja, aber die haben ja 10 Jahre gebraucht, um so einen Deadpool-Film, der halt so viele Sachen verarscht und halt eigentlich so Dings ist, um den überhaupt durchzukriegen. Und dann haben die halt jetzt nicht so ein hohes Budget bekommen, wie die jetzt für Avengers Age of Ultron oder so kriegen halt. Weil, ne, es ist natürlich immer noch gut im Verhältnis zu vielen anderen, aber im Verhältnis zu den anderen Marvel-Filmen ist es im CGI halt ein bisschen schlechter. Ah, okay, verstehe. Glaube ich zumindest. Und die haben auch am Ende, da kommen halt wieder die Programme, die sie geused haben, da kommt dann auch Adobe. Und denkst du so, ah, aber es ist sehr lustig. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, es gibt so viele Viral-Clips von Deadpool auf YouTube, wo er dann irgendeinen Scheiß macht. Wo jetzt zum Beispiel das letzte, was ich gerade gesehen habe, war, wo einfach so zum Australia Day, ja, und dann so, yo, your great nation. Und dann fängt es an, wie die zu reden. Warte, ich weiß so. Only one teeny problem. You gave us Wolverine. And for that, I can't forgive you. Ah, das ist so herrlich. Es gibt einen Australia Day. Warte, ich schick dir mal den. Warum gibt es den fucking Australia Day?
Warte. Was soll man machen an einem Australia-Day? Schick dir das mal. Oh Gott, ich hoffe, er startet sich dann nicht wieder alles hier bei mir. Message recited. Er spricht dann halt auch so wie mit dem Akzent von dem plötzlich. Also, okay, only whiny, one tiny problem. You gave us Wolverine and that's why I hate you. Es ist sehr geil und ich feiere es. Also ich muss sagen, finde ich sehr gut. Genau. Bin ja mal gespannt. Aber Marvel ist, ansonsten weiß ich immer noch nicht, was ich davon halten soll. Weil die spammen einfach nur noch. Und ich finde es einerseits saugeil, dass das Jahr 2000, also dass wir jetzt halt sowas haben mit so, wo dann der eine, also früher war das immer so das, was man sich so als Kind vorgestellt hat in anderen Filmen und Universen, nicht unbedingt bei Marvel, weil ich, keine Ahnung, hatte als Kind nie Bezug zu Marvel. Aber dann hast du immer so gedacht, boah, wie geil wäre das, wenn der Charakter mal den Charakter kennenlernen würde und die zusammen und überhaupt. So, und jetzt hast du halt Captain America Civil War, wo einfach alle drin sind, so, und gegeneinander battlen und Shit und Kram und so. Und das ist dann so, okay, gut. Ja, jetzt mittlerweile übertreiben sie es gefühlt ein bisschen, weil es irgendwie... Dieses Jahr kommen drei Filme raus. Der versus den und bla und dann noch die mit dem und Marvel. Drei oder vier, also Marvel Cinematic Universe Filme, weil das X-Men Universe... Kam da eigentlich auch der Marvel-Kerl drin vor in dem Film? Der hat doch immer in seinen Marvel-Filmen hat auch immer Cameo-Auftritte. Ach, der war auch in Deadpool, ja. In Deadpool hat er, finde ich, einen der geilsten, weil er geht zwischendurch, geht er in so einen Stripclub oder so. Ist der Leader, der DJ, der so auflegt, so, ey, ey. Was zur fucking Hölle. Es ist einfach, es ist sehr, sehr seltsam. Aber früher habe ich mich, als ich noch gar keine Ahnung davon hatte, so bei Spider-Man, irgendwas, eins ganz früh oder so, da war der ja, glaube ich, auch drin, ja, habe ich mich dann immer gefragt, hey, wer ist dieser Kerl? Was macht der da? So, ich wusste halt nicht, dass es Stan Lee ist, weil ich halt nie wusste, wie Stan Lee aussieht, bis vor, keine Ahnung, ein paar Jahren dann halt. Und dann so, ich dachte, das wäre einfach halt irgend so ein Random, der die ganze Zeit so... So, Bock. So, dass das sowas ist wie der Wilhelm Scream. So einfach so, yo, wir bauen den immer ein, weil der einmal drin war und den dann lustig fanden. Ach so, oder so, ja, okay. Oh, keine Ahnung. Ja, ich habe es nicht persönlich, ich habe ja kaum Marvel-Filme gesehen, um ehrlich zu sein. Also, vor allem die neuen jetzt nicht mehr so, das alte, ich glaube, Spider-Man ist ja auch Marvel, oder? Ja, klar. Also, nee, Spider-Man gehört ja, das ist ja ganz verwirrend, da muss ich jetzt weit ausholen. Okay. Also, okay. Spider-Man ist... Warte, ich muss erst mein Popcorn holen. Spaß. Spider-Man ist eine von Marvel natürlich erfundene Figur oder so, aber die Lizenz hatte lange Zeit Sony und deswegen waren jetzt ja auch immer diese Sony-Intro am Anfang von den Filmen, von den alten. So. Ja, dann hat, das ist Columbia... Genau. Nee, warte. Ja, genau. Oder doch. Ist Columbia Pictures gehört zusammen mit Sony, gell? Irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Und dann haben die halt die Filme gemacht. Die ersten drei, die waren dann alle von Sony quasi gemacht, aber in Zusammenarbeit natürlich mit Marvel irgendwie. So, und dann hat sich Sony gedacht, oh, crap, Marvel kommt jetzt mit krassen Cinematic Universe und es gibt noch mehr Superheldenfilme und bla. Und dann haben sie Amazing Spider-Man gemacht, wo ich den ersten ja ganz gut fand. Und zwar nur aus einem Grund, weil Dings hier, Emma Stone und Andrew Garfield, genau, die haben irgendwie so gut zusammen geactet und dann war das so, also ganz okay. Und, okay. Dann kam der zweite, der war irgendwie wieder voll scheiße und dann sollte eigentlich noch ein dritter kommen natürlich, weil so Trilogie und dann so, jo, nö, also jetzt haben wir uns doch überlegt, wir geben doch wieder die Lizenz an Marvel ab, weswegen sie jetzt wieder so weit gehen können und Spider-Man wieder im Marvel in ihr ganzes Universum mit einflechten können und jetzt kommt der, wird er ja zum ersten Mal vorgestellt, weil die wollen jetzt nicht nochmal einen Spider-Man-Film machen, wo sie nochmal, zum dritten Mal dann quasi, die Origin-Story von Spider-Man zeigen, so. Sondern der kommt jetzt einfach in Civil War, also in dem nächsten Captain America, kommt der einfach vor und dann so, hey, hier bin ich und dann ist er schon Spider-Man, aber was mir jetzt den übelsten Dämpfer versetzt hat, als ich das gehört habe, so, hey, der ist jetzt erst irgendwie, der wird von einem 16-Jährigen oder 15-Jährigen gespielt und nächstes nur so, this movie is going to be shit. Ich meine, die ganze Zeit geil, so von wegen so, yo, Iron Man gegen Captain America und epic shit und sie haben alle ein geiles Team und The Vision und ganz viele Charaktere, die man kennt, wenn man Marvel kennt. Hey, ich bin Team Spider. Und dann so, dann kommt er so, hey,
ich habe nervige Sprüche drauf und bin die ganze Zeit nervig, weil ich in der Pubertät bin und da. Und dann wird er die ganze Zeit so ein nerviger Scheißcharakter, denke ich. Aber mal gucken, ich will das nicht so vorhersagen. Aber ich gucke mir Marvel-Filme tendenziell auch nicht so im Kino an, tatsächlich. Sondern irgendwie bei meinem kleinen Bruder, die ich früher oder später eben auf DVD holt. Und dann so, okay. Hey, ich habe heute Langeweile, guck ich mir die mal an. Und dann sind das halt so, wie gesagt, einfach kurzweilige Filme, die nie wirklich furchtbar scheiße sind. Aber es gibt halt bessere und schlechtere. Zum Beispiel Deadpool ist ja nochmal was anderes. Das ist ja aus dem X-Men-Universum, was ja ein anderes Universum sind. Und die X-Men-Filme sind tendenziell auch... Ich gehe gar nicht mehr durch. Das ist so verwirrend. Also ich habe mich da letztens noch mal ein bisschen mit beschäftigt. Das ist schon geil, wie das irgendwie alles so... miteinander und irgendwie, das Problem ist halt, das richtig große Problem, wo ich glaube, wo sie jetzt mit Star Wars auch so ein bisschen reinrennen, mit den Comics und so und vor allem, ist, dass du hast eine Story und dann so, well, Relaunch, das ist jetzt nicht mehr wichtig, das aber schon noch und dann weißt du nicht mehr, Moment, was zählt jetzt quasi noch, was ist da passiert und was nicht, das ist nämlich so bei, keine Ahnung, es ist sehr verwirrend. Teilweise. Bei X-Men vor allem. Bei X-Men ist es nämlich folgendermaßen. Bei X-Men ist ja auch Patrick Stewart, glaube ich, mit dabei, oder? Ja, der ist Dr. X oder Professor X. Professor X. Ah. Xavier. Ich habe nämlich letztens nochmal Days of Future Past gesehen, den letzten. Und, okay. Keine Ahnung, es ist erstmal sehr episch, weil früher habe ich die X-Men natürlich immer auf Deutsch geguckt und jetzt am Anfang einfach Days of Future Past so... die Erde, die Menschheit ist verloren, bla bla. Und Patrick Stewart labert das einfach halt so off-stimmenmäßig. Es ist sehr geil. Er sitzt da einfach da und lässt seine epic nice. Voice raushängen und denkt so, oh yeah, that movie is so. Mm. Und dann ist da halt so, keine Ahnung, Krieg, bla. Und bei X-Men war es halt so, die ersten zwei Filme fand ich eigentlich ganz geil. Also die ganz, ganz original, so X-Men 1 und 2. Dann kam der dritte, der war komplett scheiße. Also fand ich zumindest. So, du denkst dir so, geil, jetzt kommt Finale und dann so, let down und Und dann haben sie ja auch irgendwie das Genau, nee, dann haben sie keinen Relaunch gemacht, glaube ich, sondern da haben sie Folgendes gemacht. Da haben sie die ganzen Charaktere genommen aus den X-Men-Filmen und haben dann gesagt, yo, wir gehen halt da, wo das alles angefangen hat, also da, wo die noch jung sind, wo Professor X noch jung ist und bla und Magneto und so weiter und so fort. Magneto finde ich immer noch. Ja, aber es ist, das ist ja der andere da. Dings, genau. Gandalf. Ja, Gandalf. Und der komische Buddy von Patrick Stewart. Wie heißt der nochmal? Ian. Ach, crap. Irgendwas. Sir Ian. Oh, ich vergesse den Namen immer wieder. Auf jeden Fall. Und jetzt in Days of Future. Genau, dann haben sie X-Men First Class gemacht, wo die halt so zusammen und wie. Weil die waren eigentlich Buddies und dann, also der Magneto und Professor X und dann sind die sich auseinandergelebt und wie das passiert ist, was da für ein Ereignis war, dass die halt Feinde geworden sind oder Semi-Feinde, wie auch immer. Und dann kam jetzt, habe ich jetzt letztens gesehen, Days of Future Past. Und es war Folgendes, ich dachte mir schon so, oh Gott, das kann ja nichts werden. Weil sie haben Zeitreisen und verschiedene Zeitströme und dann ist das immer so, oh, ihr begebt euch auf dünnes Eis, es ist ganz gefährlich. Dann war es nämlich so, die Menschen haben eine Waffe erfunden oder so Roboter, die heißen Sentinels und die können halt so Mutanten identifizieren und so und die dann ausschalten, aber die können halt auch die Kräfte von denen übernehmen. Das heißt, wenn da jetzt so ein Typ ist, der Feuer auf die schießen kann, dann sehen die, ey, der kann Feuer schießen, oh, dann kann ich auch Feuer schießen und ja, und sind halt auch noch fucking fast unzerstörbar und scheiße und ficken die eigentlich nur ziemlich krass so und dann so, hey, wir müssen Wolverine in die Vergangenheit schicken, seinen Geist in die Vergangenheit schicken, in seinen jüngeren Körper, damit er dann ein bestimmtes Event aufhalten kann, was halt die Entstehung dieser Maschinen getriggert hat. Und es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Und es ist halt echt verwirrend, weil du hast im selben Film, hast du halt die alten Leute, also Patrick Stewart und den Schauspieler, der sein jüngeres Ich spielt und Sir Ian sowieso, Magneto in alt und halt Michael Fassbender, der halt den jungen Magneto spielt. Ugh, okay. That is fucking confusing. Indeed. Was zur fucking Hölle. Aber hey. Aber es ist Marvel. Wie gesagt, ich bin halt unschlüssig, weil einerseits das eigentlich der große negative Aspekt, finde ich, ist, dass sie so spammen und dass die Filme alle so gleich sind. Ich meine, du siehst ja jetzt
was passiert, wenn einmal ein Film kommt, der anders ist, Deadpool, wie geil ich den dann plötzlich finde, weil der halt nicht dieselbe Formel quasi nochmal wieder nimmt und halt nur mit anderen Figuren quasi wieder umsetzt, so, hey, you have to rescue the world, und dann so, oh, fuck, weil er sagt einfach nur, hey, da ist voll der Hobo, der hat Scheiße gemacht und, also, hat mir Scheiße persönlich angetan und eigentlich bedroht er die Welt gar nicht, aber, und der hat mein Mädchen geklaut und jetzt gehe ich los und mach schlechte Witze. Okay, was zur Und der ist Hölle. Auch, also der ist auch cool geschnitten, weil du hast halt am Anfang eine Szene, die eigentlich erst später in der Geschichte passiert und dann kommt so quasi so ein Flashback und dann kommt wieder das, dann ist so hin und her geschnitten und du hast nicht immer nur eine stringente Linie, weil es auch gleich wird er zum Helden und gleich und okay. Es ist oh, das klingt definitiv interessant. Muss ich mal schauen, dass ich irgendwie einbaue. Aber ich bin filmemäßig ja eh immer noch sehr hinterher, denn ich habe immer noch nicht Mad Max Fury Road gesehen, was ich jetzt wirklich nachholen muss, nachdem der ziemlich viel Oscars abgeräumt hat. Ich glaube 6. Ich habe die Oscars ja geguckt. Krass. Echt? Okay. Bin zwischendurch ganz kurz eingeschlafen, aber ich wollte einfach diesen Moment haben und ich habe gesehen, wie Leon DiCaprio seinen Oscar kriegt und... Ja. Ich finde es ein bisschen lächerlich, dass viele jetzt meinen, es gibt ja so ganz viele Bilder jetzt schon, weil er den Mittelfinger um dieses Geschenk irgendwie gepackt hatte und dann so, er sagt allen fuck you und so. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, das war wirklich einfach Zufall. Ich persönlich auch nicht. Aber okay. So. Aber ich fand seine Rede einfach so, weißt du, er kommt da hoch und die haben jetzt irgendwie noch eine Minute Zeit oder 45 Sekunden angeblich, irgendwie nicht mehr so viel auf jeden Fall wie früher. Dann geht er da hoch und dann... Climate change is real. It is happening right now. It is the most urgent threat facing our entire species. And we need to work collectively together and stop procrastinating. We need to support leaders around the world who do not speak for the big polluters or the big corporations, but who speak for all of humanity, for the indigenous people of the world, for the billions and billions of underprivileged people who will be most affected by this, for our children's children, and for those people out there whose voices have been drowned out by the politics of greed. I thank you all for this amazing award tonight. Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted. Thank you so very much. Now it's my time to shine. Diese Rede einfach, also ja, yeah, I want to thank blah and Martin Scorsese and blah blah and da. Und dann, and you know, global warming is real, we have to fight it, we have to fight those shitty politicians and it's da und da, und dann denkst du so, well, crap. Und weißt du, was ich herausgefunden habe jetzt bei den Oscars, was ich einfach gar nicht wusste? Warte mal. Leon, also erstmal, der Leo hat so eine Foundation, irgendwie gegen Global Warming. Ah, okay. Genau, und was ich nicht wusste, Mark Ruffalo, der jetzt Best Movie gewonnen hat, also er hat in dem Best Movie, dem Film, der Best Movie bei den Oscars gewonnen hat, mitgespielt. Ja, in, wie heißt der noch? Irgendwas mit S. Gott, dieser Film mit den Kirchenvergewaltigern, ja, es geht halt, okay. Es ist halt so ein Drama, was sich darum dreht, dass so Journalisten aufdecken, wie viele von der katholischen Kirche in Amerika. Kirche in Amerika halt Kirche irgendwie Kinder vergewaltigt haben. Und das ist dann sofort das Drama und bla. Es ist, wie heißt der denn nochmal, der Film? Auf jeden Fall, Mark Ruffalo ist einer der besten Freunde so privat von Leonardo DiCaprio. Und Mark Ruffalo ist auch der die Hulk in Avengers und so spielt. Also ich weiß nicht, ob man das Gesicht dann vielleicht eher kennt. Was auch sehr lustig ist. Ich glaube fast schon, aber... Weil viele kennen ihn, glaube ich, wirklich nur durch Hulk jetzt. Und dann denken die so, oh, er ist so ein komischer Schauspieler, der bla. Aber in Wirklichkeit macht er voll viele geile Filme. Oder so halt coole Dramen, die halt auch eine Story haben. Und nicht nur so, hey, Hulk is angry. Spotlight. Genau, Spotlight heißt er. Hulk is angry. Er ist doch so. Setz his line.
So, dieser One-Liner, den irgendwie voll viele wirklich geil fanden oder irgendwie cool. Und ich denke mir nur so, was ist das für ein scheiß One-Liner in Avengers 1? Ja, und die ganze Zeit so, es ist voll schwer, das zu kontrollieren, dass ich nicht wütend werde und bla und überhaupt. Und am Ende, ja, soll er sich dann quasi verwandeln, weil die Erde von krass Aliens angegriffen wird und alles zu shit geht. Die halt echt da noch das Endbattle bestreiten müssen. Und dann so, okay, now it's time to be angry. Ah, that's my secret. I'm always angry. Und dann verwandelt er sich in Hulk und es ist immer so, okay. Was auch immer, schätze ich. So, fuck. Genug. Das wollte ich über Deadpool unbedingt sagen. Da hat es ja angefangen, weil ich das echt geil finde. Und ja, aber ich war in letzter Zeit eh oft im Kino, was irgendwie komisch war. Ich habe ja auch Creed gesehen, den ich ganz gut fand. Ich habe The Revenant gesehen. The Revenant war, finde ich, ein echt geiler Film. Vor allem The Revenant ist so ein Film, da hat mich einfach die Kameraführung beeindruckt, ja. Weil so die letzten, gut, jetzt hört es wieder ein bisschen auf, aber davor war die ganze Zeit Shaky Cam und schnelle Cuts. Und dann das Schlimmste war ja Michael Bay. Jetzt nicht unbedingt so Shaky Cam, aber vor allem die Schnitte, das ist ja furchtbar. Und genau, The Revenant fängt halt einfach erstmal an mit so einer langen Plansequenz, ja. Wo kein Schnitt, aber auf jeden Fall kann man auf jeden Fall sagen, dass man keinen sieht. Okay. So, es fühlt sich halt an wie eine Kamerafahrt da, und was ist so ein, das Lager von dem wird halt von Indianern angegriffen und so und krasser Scheiß. Und die Kamera folgt so mehreren Personen da durch und so, und es ist halt auch nicht shaky, sondern halt wirklich einfach so straight, und es ist so geil, es war einfach so geil, sich das anzusehen. Ah, herrlich. Das war echt. Ja, es ist langsam echt wieder genug mit Shaky Cam und Shit. Wo irgendwie alle persönlich voll drauf abgehen aus irgendeinem Grund, was ich noch nicht ganz hundertprozentig verstanden habe, weil es im Großen, also ich meine, es kann schon, wenn es so eine gewisse Dosis ist, gut dazu beitragen, das Ganze so zu vermitteln, aber speziell, wenn ich mir halt so moderne Actionfilme ansehe, wo du einfach nicht mal mehr raffst, wer gerade wen irgendwie bekämpft, weil Schnitt, Wackel, Wackel, Schnitt, Wackel, das Schnitt, war ganz toll, andere Perspektive, Schnitt, Wackel, andere Perspektive. Da war die Kamera auch gut, aber vor allem der Schnitt war ziemlich geil, weil es ist einfach so viel Shit abgegangen, ja, irgendwie, wie Eddie ja sagte, Gitarren spielen, nackte Typen und Action und sie fahren und überall und du hast drei verschiedene Typen da, die immer wieder hin und her geschnitten wird, aber trotzdem verstehst du genau, was passiert, weil es halt einfach so konsequent geschnitten ist, dass du genau weißt, okay, und bla, und auch mit dem Sounddesign. Und es fühlt sich halt wieder an wie damals. Ja, wie 80er Actionfilme. Und das ist halt einfach geil. Okay, let's make it quick, because my horse is getting tired. Naja. Handgemachte Stunts und Effekte und Kram. Und das, ja, wobei ich jetzt hier persönlich sagen möchte, dass hier ist ja immer gerne so CGI-Hate. Aber wie habe ich letztens auch ein gutes Video zu gesehen, das finde ich das sehr wichtig gesagt hat. CGI ist überall, in jedem verdammten Film. Ja, nur wenn das CGI gut gemacht ist, dann siehst du es einfach nicht. Das fand ich ja einfach so krass. Ich habe Gone Girl nicht gesehen, aber ich habe halt Trailer von gesehen und weiß, dass viele den halt feiern. Und Ben Affleck läuft da dann so rum, so. Und dann da haben die mal gezeigt, was da für CGI drin ist. So, und du denkst so, wait, das ist ein Drama und die spielen in Häusern und das ist halt nichts eigentlich, wo du jetzt krass CGI erwartest. Und dann ist halt so auf der Veranda und im Hintergrund wollten sie halt, dass der Himmel cloudy ist und bla und das Feld so und so aussieht und so, und dann beim Hintergrund halt einfach ein Green und dann, ja, ist er da. Naja, das so. Ist Wahnsinn mittlerweile, was da alles gemacht wird. Aber darum geht's mir nicht. Es geht mir halt einfach darum, dass die halt auch mal wirklich Action machen, wo die einfach wirklich was machen und nicht so sinnlose, also dass sie halt wirklich darüber springen und dann das irgendwie und dann explodiert das und dann brennst du halt auch echt, und das ist halt auch, das hat mehrere positive Effekte, nämlich auch, dass die Schauspieler oder je nachdem, leider sind es ja manchmal immer noch Stuntleute oder oftmals, beziehungsweise bei manchen kann man nicht erwarten, dass der Schauspieler es kann, aber es ist halt noch geiler, wenn der Schauspieler es eigentlich wirklich selber macht, aber dass du dann halt auch wirklich mehr in dem Ding drin bist und so als Schauspieler, und ja, es ist eigentlich schon doch irgendwie geiler. Aber natürlich ist CGI auch wichtig und so, aber das muss halt in einem guten Verhältnis stehen und nicht à la Transformers einfach nur CGI-Gewitter und bla und ja.
Ja.